Ja, servus die Wahlen und guten Morgen. Wir starten heute um 16:45 Uhr die Fahrt nach Wien mit dem Flexbus und dann geht es weiter mit dem Flieger nach Köln auf die FIBO. Viel Spaß mit unserem ersten Vlog. Haben wir es endlich geschafft, jetzt sind wir auf der FIBO. Natürlich, der Hunger ist schon gewaltig. Was er findet. In the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. Uwe, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Ja? Das letzte Mal haben wir uns vor einem Jahr gesehen. Ja? Ja, da war alles voll. Jetzt haben wir ja Fachbesuchertag. Jetzt ist es ruhiger. Schön, euch wiederzusehen, wirklich. Ja. Nette Menschen aus Österreich hier, muss ich sagen. Kommen wir wieder. Krass. Ja, trainiert ihr in diesem Mac-Studio? Trainiert ihr? Wir waren noch einmal im Oldschool-Studio. Ja, das ist ja jetzt weg, ne? Ist das jetzt komplett weg? Ja. Oh. Aber in der neuen Studio? Genau. Da ist ein Goldpause. Ja, ja, okay. Richtig Oldschool live. Ja. Und scheuchst du ihn auch gut? Ja, ja, ist gut, ich voll. Ja? Ja, sehr gut. Jo Freunde, was geht? Ich bin hier wieder mit Karl Keinrad, der Legende. Wie geht's dir mal lieber? Danke, gut. Ja, ich kann nicht klagen. Wir sind auch auf der FIBO, gute Stimmung. Da kann es eigentlich nur gut gehen. Nur meine Stimme verabschiedet sich wieder ein bisschen. Aber hey, man kann nicht alles haben, oder? Was sehen wir uns mit den Krass? Gute Frage. Wir sind am 17. in Wien. Da können wir eigentlich vorher einen kleinen Abstecher machen. Und ich wäre dafür. Oder Leute, wie seht ihr das? Seid gespannt. 17. Mai im Dreh kommen wir vorbei. Da wird gerockt. Ich will auch mal so aussehen. Wir trinken jetzt das erste Fitnessbier. Ganz genau, das weltweit erste alkoholfreie Proteinbier. Ganze 21 Gramm Protein haben wir pro Flasche, davon 10 Gramm BCAA. Also ein richtig schöner, erfrischender, leckerer Drink mit ordentlich Protein, wenn man mal keine Lust auf einen Shake hat. Ja, gleichzeitig musst du sagen, stärkt das Bier. Also man kriegt richtig Kraft. Ja, also ich habe heute auch den ganzen Tag noch nichts gegessen. So ist es. Das Bier reicht dann auch aus. Ja, das also hat ja sinnvoll schon alles Bier dabei. Mittagessen, ne? Ja. Jo Leute, mein Name ist Jürgen Zietler, ich bin hier mit Karel und Ron. Ja, Best Friends jetzt schon und ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Abgerechnet mit am Strand. Hey. Check it. Hey, check it. Put the place up. So, was gibt's bei dir zum Frühstück? Ja, das ist der Vulkanbäcker mit Käse, Butter, Schinken und ein Multivitaminsaft und ein Kaffee. Das ist ja schon. Das reicht dir? Das reicht dann wieder. Wir werden sehen zum Aufwärmen. Du trinkst da Zitronenwasser? Ja, und das ist super geil, dass es das da gibt. Nämlich ein ganzes Kännchen voll mit nur Zitronensaft und frischem Wasser. Und das ist das Beste in der Früh, ich sag's euch, zum Aufstehen von morgen noch für mich. Mag und begeistert. Dann so ein bisschen vom restlichen Buffet. Gut. Michi, was gibt's bei dir? Bei mir gibt's ein bisschen Ei, Putenschinken und Vollkornweckerl. Ich glaube, das ist Kürbiskernweckerl. Damit wir ein bisschen an die Steiermark denken. Und Kaffee, Zitronenwasser. Und damit bist du zufrieden? Ja, das ist einmal das Aufwärmen, wie gesagt, der Kali. Man da, was gibt's noch kurz zum Essen? Bungee Jumping für zu Hause. Jetzt kommen wir zu einem Teil, wo man liegend abnehmen kann. Das ist ganz interessant. Bitte. Wie lange sind wir jetzt?
überschätzen, wie alt du bist. Ja. Ja. Aber was glaubst du? Was kennst du? Wer? 68? 67? Nee? 65. Deswegen. Sport der Jung. 57, ja, das ist schon fitter. Ich bin ja auch schon ein alter Kerl. Ich mache das 22 Jahre. Ja, genau. Ich bin seit 36 und fühle mich wie vor 15 Jahren. Also deswegen. Du bist schon basic? Ich habe mit 21 mal in New York mitgemacht. Aber mir ist die Szene sehr. Also ich bin natural und kann dann nicht mehr mithalten. Das ist einfach. Ich mache es trotzdem nicht. Mit dem Training. Ja. Wir kommen jetzt zum Wetteinsatz. Der Kali hatte im letzten Video, also bei der Bizeps Challenge zu Ostern, verloren. Und deswegen werden wir jetzt einen Rundgang machen und mit dem schönen Outfit da einen Flitz machen. Naja, da muss ich den Wetteinsatz einlösen. Es wird mir schwer fallen, so durch die Fieber zu rennen. Eine kleine Runde gehen wir noch, oder? Na komm, ja. Schnur. Na komm. Bodybuilding-Gemeinschaft. Wir haben hier einen sehr bekannten Oldschool-Bodybuilder der neuen Zeit, nämlich den Herrn Keinrad. Karl. Eigentlich Haberer von Schwarzenegger. Ja? Und jetzt der Haberer von uns. Richtig, ja. Und noch immer gut gebräunt. Ja, ja, immer in Topform, ja, und Alter. Oberdefiniert. Also die Haut bewegt sich eigentlich ready. Ja. Ja, immer für die Bühne bereit. Und trocken. Ja, das war jetzt die FIBO 2018. Sehr aufschlussreich, sehr viele Leute getroffen, einige Videos gedreht. War interessant. Ja, ihr habt es eh gesehen, wir mit einigen Leuten was aufgenommen, da Kontakte geknüpft. Wir werden da jetzt sicher einige Sachen in Deutschland drehen in Zukunft. Und ja, freuen uns drauf, das war echt eine schöne Erfahrung wieder mal. Also, wenn euch das Video gefallen hat, hebt den Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Ja, und das Glöckchen nicht vergessen, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Das ist immer aktuell dabei.